Kaum eine Oper kommt ohne Liebesgeschichte aus. Einige enden glücklich, die meisten jedoch tragisch. Wenn es eine Oper gibt, die dem übermächtigen Gefühl in seiner ganzen Ungreifbarkeit nahe kommt, dann ist es Tristan und Isolde. Dabei ist die Grundhandlung an sich extrem einfach. Es ist eine Dreiecksgeschichte. Zwei Menschen lieben sich, aber die Dame ist anderweitig verheiratet. Bis hier etwas, was viele Leute so oder in anderen Konstellationen nachvollziehen können. Darüber hinaus aber hat es halt diese unglaublich philosophisch, ja fast schon spirituell-religiösen Anstrich, wo auf ganz großartige Weise bei Wagner ja fernöstliche Mythologien in unseren mitteleuropäischen Kulturkreis eindringen. Und das Ganze macht einen Kosmos auf, wo ich das Gefühl habe, das können sehr viele Menschen heute sehr gut nachvollziehen. Nachvollziehbar wird die Geschichte um Tristan und Isolde in erster Linie durch die Musik. Und die bietet ein wahrlich bombastisches Volumen und Tiefgang. Liebeskummer und Liebessehnsucht werden durch den Sog der Musik ebenso zum Ausdruck gebracht, wie die euphorischen Zustände der sinnlichen Erfüllung der Liebe. Umgesetzt werden diese Emotionen durch sage und schreibe 65 Musiker, das absolute Limit im Theaterzelt. Das Zelt hat ja nicht nur Vorteile, wie jeder weiß, aber der eine Vorteil ist, es hat so viel mehr Platz für das Orchester und wir können jetzt ein Repertoire versuchen, das wir so bis jetzt nie machen konnten. Und so kam es also zu unserer Überlegung, uns jetzt auf Richard Wagner zu stürzen. Also man muss vielleicht irgendwann in der Frühphase irgendwo im Vorspiel sein Herz öffnen und bereit sein, sich in diesen großen Wagnerschen Musikrausch hineinfallen zu lassen. Aber wenn man das schafft, dann wird man, glaube ich, mitgetragen wie in eine andere Welt hinein. Das ist ja was für Wagnerianer ist diese Musik ja eine quasi Religion, die aber, glaube ich, auch Uneingeweihten, wenn sie den offenen Herzens zu uns kommen, offen steht. Tristan und Isolde, die Geschichte zweier Menschen, die sich nicht wirklich in die Augen sehen können. Bei all der Vorgeschichte, die auf ihnen lastet. Wie im echten Leben trägt wohl jeder seine Bürde. Urteile, Vorurteile, irgendetwas, was im Herzen schmort. Kaum jemand kann völlig unvoreingenommen auf den anderen zugehen. Doch im Laufe der Geschichte erleben Tristan und Isolde ein spirituelles Erwachen, lernen die unbedingte Liebe. Doch ebenso kommt ihnen fast alles in die Quere, was der zwischenmenschlichen Beziehung in der Regel das Leben schwer macht. Die große Herausforderung für die Regie an Tristan und Isolde ist, all diese Dinge zu bebildern. Es ist eine unglaublich sinnliche Geschichte, sie ist unglaublich mitreißend und musikalisch sehr emotional, aber sie hat natürlich auch gewisse Passagen, die quasi handlungsfrei sind, also wo die sich eher philosophischen Betrachtungen hingeben. Für mich das Schwierigste war oder die größte Herausforderung war, das alles theatral so aufzulösen, dass unsere Zuschauer, die vielleicht Wagner zum ersten Mal zu Gesicht kriegen, gut mitgenommen werden. Die Lösung ist ein Museumsraum, der an sich absolut gut greifbar ist. Sein Vorteil, er hat nur zwei Seitenwände. Eine Leinwand dient als Mittler zwischen verschiedenen Welten. Der Raum kann wie ein Zimmer geschlossen werden. Durch Projektion verwandelt er sich aber auch mit Elementen aus Vorgeschichten und Seelenlandschaften in optisch greifbare Bilder. Mit Tristan und Isolde stellt sich das Landestheater Landshut dem Wagnis, dieses monumentale Werk auf die Bühne zu bringen. Ob es gelungen ist, überzeugen Sie sich selbst.